Schlämmchen, Freunde des Good Games, hier ist der Wegrenner. Ich befinde mich hier in Tscherno, in meiner Lieblingsstadt zurzeit. Keine Angst, dieser Platz hier ist total safe, wo ich mich befinde. Ich könnte lediglich von hinten weggesnipert werden. Ja, ich hatte die Nase voll vom Norden, ne? Weil da passiert ja nichts. Da dachte ich, gehst du doch mal zur Küste, da warst du doch lange nicht mehr. Ein Tag oder so, oder zwei. Ja, und ich will jetzt in die Stadt vorrücken und mal so ein bisschen nach dem Rechten schauen, ne? Denn das ist meine Aufgabe, ne? Der Kampf für das Gute gegen das Böse und überhaupt für meine Befriedigung, ne? Notfalls entscheide ich dann spontan, wer ist gut und wer ist böse. Ja, so bin ich nun mal. Als Desigold kann ich mir so einiges erlauben, Freunde, ne? Da habe ich euch einiges voraus und das ist auch gut so, ne? Auch zu euch werde ich noch kommen. Der gerechte Rächer lässt nicht mehr lange auf sich warten. Und, da fallen schon die ersten Schüsse. Ja, gut, dass ich hier bin. Dann helfe ich armen Würstchen aus der Bredouille. Hoffe ich zumindest. Ne, dann, so Superhero-mäßig komme ich dann so unerwartet um die Ecke und latz die Bösen alle weg. Ne, im Moment, Oh, da ist ja Rambazamba. Polizei? Auf der Polizeiwache. Ja, yeah, wait. Was? Ein Bambi-Killer. Nicht hysterisch werden! Nicht hysterisch werden, Junge! Halte aus! Der Renny haut dich raus! Jetzt muss ich... Scheiße, er ist reingegangen. So! Erste gute Tat! Ich habe einen Bambi-Killer erledigt. Huch, ein Bambi. Abschießen! Okay. Oh. Ja. Ich komm hoch, warte. Ich habe gerade einen mit der SKS erschossen. Grünes T-Shirt. Warte, ich geh mal. Wo ist der? Der liegt da unten. Fräuchen, nicht so verwirrt. Und jetzt ist natürlich Zombie-Parade unten. Im Eingangsbereich. Der liegt doch da. Durchatmen. Schockschwere Not. Fuck, ey. Die Zombies treffen. Kannst du ihn nehmen? Mann. Das war der da auf Zombies schießt. Ja. Oh, nicht sie weg. Ich muss mich verbinden. Die Zombie-Hölle von Tschernogorsk und ich mittendrin. So, erste gute Tat. Ja, da kann ich mir schon wieder eine Kerbe in meinen Kolben ritzen, ne? Gewehrkolben! Wohlgemerkt, ne? Ich ritze mir doch nicht in meinen... Nee, Freunde, damit muss ich noch meine Nachkommen zeugen, ne? Ich werde mir eine eigene Dynastie ranzüchten. Das habe ich mir vorgenommen. Da habe ich viel zu tun, ne? Split, craft, use. So, ich crafte nix. Aber ich kann die scheiß Akaria ja gar nicht... Ja, ich mache erst immer noch einen Knicks und danke mir selbst als Desigold, dass ich mich jetzt verbinden darf. Ist das nicht toll? Glück gehabt, die Waffe ist immer noch pristin. Sind wir überrascht? Habe ich mich jetzt verbunden? Oh, wir haben Zeit. Ach komm, so, fertig, danke. Nehmen wir sie in die Hand. Puh, ich muss durchatmen. Für mich ist das immer noch sehr stressig, ne? Ich bin das Töten immer noch nicht gewohnt. Immer noch nicht. Und hier auf dem Tisch steht wieder so eine Flasche, die kein Mensch braucht. Rupees! Rupees! Nicht viel weg! Sollen wir noch mal weiter die Stadt ein bisschen durchforsten? Da oben wird gern gesnipert. Da hab ich den einen oder anderen Sniper schon weggelatzt. Also hier musst du höllisch aufpassen. Ich liebe Tscherno, aber hier ist auch... Hinter jeder Ecke lauert der Tod. So wie in Berzino und wie in Elektro. Hallo? Ja, hier bin ich. Hier. Blindfisch. Zombies wollen mich nicht, kann ich kurz mal deine Axt haben? Ich gebe sie dir gleich zurück. Ja, Moment. Infiniti. Das ist Infiniti, mein neuer Freund. Ja, nimm mal die. Nimm sie. Ja, nimm die Axt. Vielleicht ist er... Danke. Ist das so eine Zwangshandlung? Vielleicht musst du immer, wenn er irgendwas geschenkt bekommt, da drum rumtanzen einmal. Das kann sein. Ich kann dich gut verkommen, sonst treffe ich doch dich. Das wäre unschön. Ich habe so ein schönes Outfit. Ich habe mir einen eigenen Sack gecraftet. Da kommt auch noch einer. Ah, dann... Da kommt ein Spieler mit der Axt! Was? Will er meinen neuen Freund Infiniti? Er ist links da reingerannt irgendwo. Den schnappen wir uns.
Mag er noch so Bambi sein? Der Renny macht ihn ganz schön klein. Ja, ich bin ja Dichter. Ich habe ein neues Gedicht geschrieben. Müssen wir mal gucken. Da kommt er. Ja, ey, singen. Mann! Jan, ich habe hier gerade so einen richtig freundlichen Spieler gefunden. Wo ist er denn? Muss ich wieder alles alleine machen? Er macht da ordentlich Zombie-Hack, ne? Fürs Grillfest heute Abend. Wir feiern unsere neue Freundschaft. Da ist er. Ja, da sieht er mich, dann rennt er wieder weg. Kennst du den, der da rumläuft? Nein. Bitte kill ihn. Er versucht mich zu töten. Oh, Schüsse. Meine Güte, was ist da für eine Party? Mit den Zombies. Mit dem bösen Bambi und mit dem von mir geretteten. Nerv mich nicht, Zombie-Braut. Es lebt die noch. So, die habe ich in die ewigen Jagdgründe geschickt. Mann, dieser Scheiß-Glückmann. Komm, die müssen wir nochmal helfen. Aber wer hat geschossen? Da muss ich aufpassen. Der Scheiß-Bambi-Typ, Alter. Von wo kommen die Schüsse? Ey, kannst du mich kurz beschützen? Muss ich bandagieren? Kann ich... Ja, ich... Pass auf. Kann man nicht einmal eine Antwort bekommen? Er ist, glaube ich, da hinten so, wo ich hingucke, da. Huch! Ja! Versuch mich zu hinten, Alter. Das ist ja super, dass du dich da bandagierst, wenn aus der Richtung Schüsse kommen. Ich bin begeistert. Ich kümmere mich gleich um die Zombies. Ach, Infinity. Ich weiß nicht, ob das was mit uns wird. Ich arbeite gewöhnlich nur mit Profis zusammen. Und Profi... Guck mal, da ist er. Na, gehst du wieder stiften? Da haut er immer wieder ab, wenn er mich sieht, ne? Mein Ruf eilt mir voraus. Er hat mich erkannt. Am Geruch. Ja. Kann irgendwie den Zombie nicht hätten. Grün. Meine Güte, was bist du denn für ein Problemkind? Ah, doch, jetzt geht's. Das sollte ihm eine Lehre sein. Ich schieße scharf. Hast du gerade auf was geschossen? Guck mal, da guckt er. Ah, da ist er. Oh, ich dachte schon, er will mich hitten. Ey, verpiss dich, Mann. Siehst du ihn? Ja, ich seh ihn. Achtung. Er hat eine Fallmhoch. Ich nehm's jetzt auch mit ihm. Mann, ich treff den nicht. Verdorre ich noch eins. Ich muss nachladen. Und dazu muss ich in Bewegung bleiben. Das ist mir zu gefährlich. Oh, kein Platz. Gesehen? Nein. Da willst du vielleicht mal deine Axt zurück? Kannst du behalten erstmal. Ich habe andere Sorgen als diese blöde Axt. Okay, hast du vielleicht SKS, Moni? Du, das ist mir ein Freund. Ja, warte, gebe ich dir gleich. Okay. Ich will jetzt erstmal diesen Typen, der bleibt uns doch an den Hacken kleben, wenn wir den nicht erledigen. Komm hier auf die Straße. Dankeschön. So, bitteschön. Reicht auch. Da ist er. Sehe unselten jetzt Spieler. Geh! Danke! Er ist down! Oh. Er wollte sich anschleichen. Ja, hab's gesehen mit einer Makarov. Ja, die Makarov. Willst du zusammen spielen oder so, oder hast du schon einen Partner? Ich bin schon verabredet. Hä? Ich sag, ich bin schon verabredet. Aber es hat mich gefreut, mit dir zu spielen. Ich gebe dir nochmal 20 Schuss. Okay, danke. Du hörst dich an wie Vanguard, echt. Ich bin nur der Wegrenner. Ja. Okay. Ich bin, ja, natürlich höre ich mich vielleicht an wie Vanguard, aber ich sehe viel besser aus. Aber das kann er ja nicht sehen. Ich habe ja einen Helm auf. Und viel Freude noch. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüssi. Ciao. So, natürlich habe ich geschwindelt, ich habe keine Verabredung, ich habe höchstens noch ein Rendezvous mit dem Tod, ne? Das mag sein. Nee, ich spiele alleine, ich spiele heute alleine. Ich helfe gern, das ist auch nichts gegen Infinity persönlich. Nein, es geht mir nur gegen ihn, ne? Ja, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Da ist eindeutig eine Winchester mit im Spiel. Das bedeutet, hier wird scharf geschnippert. Und das ist gefährlich.
Vor allen Dingen für mich, da ich ziemlich blöd hier offen immer durch die Gegend renne. Wie ihr sehen könnt, ich zeige euch heute mal was. Und zwar zeige ich euch, wie man es nicht macht. Oh ja. Oh, das kommt aus der Ecke. Oh, das knallt richtig. Oh, auf mich? Weiß ich nicht. Hört sich so an. Ja, ich zeige euch eigentlich wie immer, wie man es sich macht, damit ihr auch mal was lernt. Ich könnte es so einfach irgendwie alle mir wegholen, wenn ich wollte. Nein, ihr sollt auch was lernen, Freunde. Ja, ihr sollt was lernen. Und wollen wir nur zeigen, wie macht man es richtig. Da gibt es schon so viele, das ist langweilig. Ne? Ja, da zeige ich lieber, wie man es nicht macht. Da lernt ihr wesentlich mehr von. Ne? Allerdings muss ich mal zusehen, dass ich in Deckung komme. Sonst werde ich hier durchlöchert. Ich will hier nicht der Kugelfang sein. Ja, auch nicht jetzt erzwungenermaßen der Kugelfang. Das habe ich genug in der Fremdenlegion gehabt, Freunde. Da nannte man mich nur die Lochkarte. Ne? Da hieß es, gib mir Deckung. Ne? Da hieß es nicht mit dem Gewehr blöd durch die Gegend glotzen. Ne, da habe ich mich vor meinen Kameraden geschmissen und alle Kugeln auch eingefangen. Ne? Heute würde ich bei 10, 12 Treffern wahrscheinlich von den Füßen geholt werden. Ne? Ja, damals war ich trainiert. Da war ich trainiert, hat mir das gar nichts ausgemacht. Da konnte ich noch so 10, 12 Füße einstecken. Ne? Ja, die Lochkarte. War ein ganz witziger Spitzname. Ne? Ich weiß gar nicht warum. Warum die mich so genannt haben. Nur weil man durch mich durchgucken konnte. An vielen, vielen Stellen. Ja, hätte man mich als Lochkarte damals ausgelesen. Ein Panoptikum des Grauens wäre zum Vorschein gekommen, ne? Ja, jetzt fragt euch, was ist ein Panoptikum, ne? Das ist ein Panoptikum, das ist so ein Aufzug. So ein Aufzug, der so immer im Kreis fährt. Ja, da muss man reinhüpfen. Das ist ein Panoptikum. Ja, könnt ihr mir ruhig glauben. Ich habe meinen Kumpel Paternoster gefragt, ne? Der ist, er arbeitet bei der Kirche, wie der Name Pater schon sagt, ne? Und da kommt Paternosters Bruder. Ne, das ist ein Zombie. Er Agro. Ich Jane. Da kriegt noch eine Zombie-Biene. Sieht nicht schlecht aus, wie die da so kriegt. Ich muss sagen, das könnte mich eventuell reizen. Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss weiterhin Gutes tun und euch zeigen, wie man es vielleicht macht. Ich will noch nicht so viel verraten. Ich bin da noch. Ne? Oh, wer läuft da denn? Eieiei. Oh. Bewaffnet, scheiße. Schießt. Was? Fuck! Was schießt er auf mich? Ich bin noch friendly eingestellt. Ja gut, keine Hand und eine SKS geschult hat, könnte man meinen, der ist nicht friendly. Nein, das nehme ich alles nur für die Jagd, ne? Ich jage Hasen und Eichhörnchen und sowas, ne? Ernähre mich von ähnlichem Getier. Aber ich bring's nicht fertig mit dem Messer, so eine Dose Spaghetti aufzumachen. Das bringe ich nicht übers Herz. Nein, das schaffe ich nicht. Die Dose tut mir auch leid. Was knallt denn hier immer so? Da kriegt man richtig Angst. Jetzt lad mal schnell nach. Vielleicht werde ich schon längst verfolgt von komischem Mann aus dem Gebüsch. Ach nee, ich war ja im Gebüsch. Ja gut, ich war auch ein komischer Mann im Gebüsch. Das ist alles nicht so einfach. Soll ich mal schnell einen grüßen? Bam Bam. Ich grüße Bam Bam. Guckst du überhaupt noch? Ich habe festgestellt, in letzter Zeit, ich grüße Leute und da kommt so keine Reaktion. Früher war das mal anders. Die Leute haben reagiert und gesagt, oh, schön, danke, nett von dir und so. Jetzt kommt gar nichts. Das heißt, die Leute gucken das gar nicht mehr, ne? Ja, das ist schon eine traurige Erkenntnis. Einer hat mal gefragt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hast du mich schon gegrüßt? Da habe ich mal nachgeguckt auf Blaze, das ist schon ewig her gewesen. Ja, habe ich gesagt, vor ein paar Wochen schon. Okay, danke, schrieb er dann. Ja, so nett bin ich. Deswegen, ab jetzt, ich grüße noch alle auf der Liste, aber ich nehme dann keine mehr an. Dann mache ich das lieber selbst von mir aus, ne? Wo ich Bock drauf habe. Und zwar Leute, die viel kommentieren und so, ne? Da gibt's den einen oder anderen Ronny oder Kille oder Schizo oder, ne? Wie sie alle heißen, Verbrecher hatte ich ja schon. Ach, ja, gibt zu viele. Oh, jetzt wird hier geschossen. Und verdammt nah. Auf jeden Fall suche ich mir die dann selber aus, die ich grüße. Das macht mir viel mehr Spaß. Ich grüße irgendwelche Geister, die gar nicht mehr da sind. Nee. Das ist Großplatzverschwendung. So, so viel dazu. Jetzt wollen wir uns aber... Ach nee, Bam Bam. Ich habe ja noch gar nicht richtig zu Ende gegrüßt, ne? Jetzt fällt mir da spontan gar nichts Lustiges zu ein, ne, Bam Bam. Naja, deine Eltern waren halt nicht sehr kreativ, ne? Die sind wohl nicht von hier, ne? Kommen die vielleicht aus der Ecke Neandertal? Ich weiß es nicht, ne? Hoffentlich sehen sie nicht auch so aus, ne? Da hatten die Frauen noch Bärte. Ja, schönen Gruß an deine Mutter und deinen Vater. Halt an die zwei mit den langen Bärten, ne? Schöner Name, Bam Bam, ne? Tschüss. Du, haben wir Bam Bam auch von der Liste. Bin ich froh. Der hat mich sowieso gestört, dieser Name. Was machen wir jetzt? Wir gehen nochmal raus, wa? Na, ich hab schon ein bisschen Angst noch. Lass uns mal den ganzen Quatsch umrunden. Ich habe ein... ich wollte es gerade sagen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Gleich peitschen mir die Kugeln hier um die Ohren und ich bin wieder die Lochkarte. Aua! Oh, manchmal ist der so langsam.
Das kommt doch da irgendwo aus dem Industriegebiet. Von irgendwas, was höher ist als ich. Eieiei. Hä, werde ich immer noch beschossen? Von wo denn? Ich bin doch hinter der Mauer. Seid ihr blöd? Ah, schießen die schlecht. Die schießen so schlecht. Mein Glück. Mein Glück. Gehst du bitte schneller. Manchmal... Oh. Der wünschte dir, du hättest kein Gewehr in der Hand und wärst schneller. So, was machen wir jetzt? Wir gehen hier rein und spotten mal. Das ist eine gute Idee. Das ist mein Plan. Wo? Hey, auf der Feuerwehr, weil es klang eben so nah. Und ich war ja schon hinter der Mauer. Und es wurde trotzdem auf mich geschossen. Vielleicht haben die vorher geschossen, wo ich noch nicht in Deckung war. Nur ich war schneller als die Kugeln um die Ecke, weil ich so schnell laufen kann. Und die kamen dann halt noch an. Ist eine Theorie. Das könnte stimmen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht, Freunde. Gut. Wir umgehen das Gebiet großräumig. Und dann werde ich mich mal ans Industriegebiet ranmachen. Und gucken, wer da auf mich schießt. Sagen wir mal so. Wer es wagt, auf mich zu schießen, ist eventuell tot. Ne? Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ihr habt gute Chancen, wenn ihr auf mich schießt. Gute Chancen zu überleben. Auch gute Chancen, mich zu treffen. Aber sollte euch das nicht gelingen, dann bin ich gefährlich. Ne? Dann bin ich gefährlich, wenn ihr mich nicht runterkriegt. Wenn ich angeschossen werde, bin ich gefährlich wie ein angeschossener Tiger. Ne? Sei denn, er ist angeschossen im Kopf. Ja, dann ist er nicht so gefährlich. Ich dann auch nicht. Gebe ich zu. Mal gucken. Ja, Krankenhaus, Schule ist auch gefährlich. So viele Fenster. Ah, guck auf dem Turm. Auf dem Turm mit diesen zwei ungleich großen, ja, Titten, die mit dem Schlauch verbunden sind oder mit dem Rohr. Da ist doch was, da ist doch Bewegung. Geil. Doppeltätiger Schlauch-Mobsturm. Ja, nehmt ihr mal so. Ja, mich könnt ihr nicht täuschen. Gut, Freunde, ich habe euch lokalisiert und gehen wir mal zum Töten über, ne? Ich freue mich schon. Das ist mir jetzt auch nicht so angenehm. Hier sind so viele Fenster hier oben, ne? Ja, gut, bei euch ist das Fenster. Bei mir ist das Fenster. Aber lass uns mal gucken. Ich schieß durch die Fensters. Mehrzahl von Autos ist ja auch Autos. Ne, muss Mehrzahl von Fenster auch Fenster sein. Warum zeigen die sich denn jetzt nicht? Ja gut, ein Headshot ist jetzt geplant. Ich weiß aber nicht genau, wie weit ich da jetzt vorankomme in meinem Vorhaben. Vielleicht treffe ich auch nur einen von diesen seltsamen Titten. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir da noch nicht sicher. Und ich muss mir jetzt echt mal überlegen, wie lange bleibe ich hier? Muss ich doch wieder... Aha. Komm her, Mops. Komm her, du Tittenmops. Headshot. Zweimal Headshot. Headshot. Noch ein Headshot. Fünf Leute habe ich geholt. Fünf Leute habe ich da weggelatzt. Mit einem Headshot. Schätze ich mal. Vermute ich. Ich müsste natürlich jetzt... Oh. Und einer hat überlebt. Da ist noch ein Sechster oben. Ich müsste natürlich jetzt da hochgehen und kontrollieren, ob das jetzt fünf waren. Aber ich meine... Oh. Das ist aber voll aggressiv von denen. Das ist aggressives Verhalten. Das können wir hier nicht dulden. Nicht, dass auf dem anderen Turm auch noch einer ist, aber das wäre Blödsinn. Weil mir das irgendwie nicht gefällt. Das soll so nicht sein. Ja, kletter mal runter. In Deckung. Ach, ich muss die AK noch holen, ne? Jetzt kommt erst ein Schuss hier an. Wo ich schon unten bin. Ich drohe euch mit Fäusten, seht ihr? Jetzt nehmen wir schon die scheiß Knarre weg. Ich muss die AK noch holen. Die ist mir wichtig. Die ist mir ans Herz gewachsen. Ja, jetzt muss ich wieder hier hoch. Gefährlich! Schmeißt du dich hin? Guckt mein Equipment. Ich brauche gar nicht so viel wie ihr. Oh, ich muss immer enttarnen und alles mit Military Helm und so. Nee, Jeans, selbstgemachten Rucksack. Reicht doch. Dass ihr mal alle gleich Soldat sein müsst in Apokalypse. Da sterbt ihr genauso.
So, SKS auf die Schulter. So. Load. Alles wieder gut. Ja, wir müssen vorrücken. Wir müssen hoch auf den Turm. Das wird wieder richtig spannend. Hoffe ich. Ja, ich weiß es. Guck mal. Oh, die hat aber lange Beine. Die gehen sogar durch die Treppe. Tür zu! Hä? Wieso hittet die mich nicht durch die geschlossene Tür? Nicht, dass das Spiel kaputt ist. Das war teuer. Das war richtig teuer, ne? Normalerweise müsste der Zombie mich doch noch erwischen. Naja, wir wollen mal nicht motzen. Ist ja noch in der Mache. Irgendwann geht das wieder. Dann trifft er mich wieder. Ja, ich treibe mich an den gefälschten Ecken hier rum, ne? Lootbunker hier, Lootbunker da. Ja, nichts zu holen außer einer gammeligen Mütze, die irgendein Penner da hat liegen lassen, ne? Wahrscheinlich du. Wenn du deine Mütze vermisst, hier ist sie. So, ich gehe taktisch klug vor. Ich nutze die Deckung von den zwei Titten da oben, weil die nämlich dahinter sind und mich nicht sehen können. Scheiße, Third Person, ne? Oh, da guckt schon einer ganz spitzfindig. Oh nein, jetzt hat er mich gehittet. Das war nicht ausgemacht. Kurz eingeschlafen. Entschuldigt, Freunde. Ich bin hier so lange schon am Sitzen. Da war ich ganz kurz eingenickt. Das ist euch allen schon mal passiert. Ah, nee, ihr wart ja nie im Krieg. Aber Daisy ist nun mal ein Geduldsspiel, ne? Da musst du auch schon mal einige Tage hier auf dem Turm rumdödeln und erwarten, dass da irgendjemand kommt, den du erschießen kannst. Aber... Schon da! Nein! Oh nein, ist er natürlich weg. Nee, ist noch da. Und ich komm nicht dran. Und ich darf keine Steps machen. Ich muss rückwärts. Ja! Stirb! Und das war eine Frau. Es tut mir leid, ne? Ja, passend zum Titenturm war da jetzt eine Frau oben drauf. Ist mir fast schon unangenehm. Ja, aber geschieht dir recht. Was soll das denn auch? Auf mich von da oben zu schießen. So siehst du aus, Fräuleinchen, ne? Jetzt liegen da 6 Leichen, ne? 5 Headies und ein Arschi, ne? Ich habe der Dame doch, ja, muss man sagen, ne? Ich habe ihr in den Arsch geschossen, ne? Ja, wer nicht hören will, wird in den Arsch geschossen. Das war schon immer mein Motto und das Sprichwort kennt ihr alle, das habt ihr alle gelernt. Denn was Hänschen nicht lernt, der kriegt er dafür später in den Arsch geschossen. Kennt ihr alle? Ja, sexy Pose. Ich würde sagen, riskieren wir es mal. Ein 7. wird er ja wohl nicht oben noch sein, ne? Ja, irgendwo in der Stadt wird geschossen. Ich versuche trotzdem mal keine Steps zu machen. Es gelingt mir nur leidlich. Ich traue dem Braten hier nicht. Oh Mann, wenn da jetzt noch einer lebt, bin ich praktisch tot. Es sei denn, er ist weit genug weg, dass der Winkel passt, dass ich mit Third Person schön reingucken kann. Aber wenn jetzt hier irgendwie 50 cm neben dem Riesenloch ist, bin ich tot. Soweit nichts zu sehen. Nur dieser unheimliche Stiefel, der eh nicht mal steht. Aber sie ist in ihren Stiefeln gestorben. Jetzt muss ich aber aufpassen, nicht, dass hier noch ein 7. ist, ne? Ich hatte 5 mit dem Heli erledigt, jetzt einen 6. mit dem Arschi. Nicht, dass dann auch ein 7. darauf wartet, dass ich ihn noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie auf irgendeine Art und Weise um die Ecke bringe. Da muss ich jetzt Vorsicht walten lassen. Oder kann das nicht der Walter machen? Kann der Walter nicht Vorsicht walten lassen? Ich versuche leise hochzugehen und es geht nicht leise. Und jetzt nimm das Gewehr, Mann. Nimm's doch. Danke. Aber scheint clean zu sein. Oh, einige Leichen sind schon weg. Sind schon verschwunden von meinen Headshots. Oh, schade. Das hätte jetzt gut ausgesehen, wenn die 5 hier noch gelegen hätten. Davon liegt noch eine da. Und sogar ausgezogen von ganz alleine schon. Komisch. Hat wohl jemand versucht, noch seinen Loot zu retten. Ja, nicht mit mir, Freunde. Schöne AKM. Die habe ich ja ewig nicht gehabt. Wo findet man die eigentlich? Schreibt sie in die Kommentare. Ich muss das wissen. Ich laufe immer mit einer Kinder-AK rum. Ist doch nichts für einen richtigen Mann, oder?
Tja, Freunde, heute gab es 3 Kills und ich bin am Ende nicht mal gestorben. Wenn das mal nicht ein Däumchen hoch wert ist, ne? Heute habe ich euch nämlich gezeigt, wie man es richtig macht. Unterstützt mich, helft mir, gebt mir einen Daumen nach oben, einen Kommentar, wo ihr schreibt, wie toll ich bin und wie gut ich das gemacht habe. Das ganze Gedöns ist mir noch nicht geschehen. Abonniert mich, um nichts zu verpassen, denn es wird hier weitergehen. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!